Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Nihal Schaffer. Heute lernen wir sich vorstellen. Das erste Wort, was wir lernen müssen, ist Hallo. Es wird als Marhaba ausgesprochen, aber ihr könnt das als Marhaba aussprechen. Das ist viel einfacher und wir verstehen das ganz gut. Hallo, Marhaba. Wenn jemand dir sagt Hallo, also wenn jemand dir sagt Marhaba, du kannst auch mit Marhaba zurück antworten. Das zweite, was man sich vorstellt, ist dein Name. Sagt man auf Deutsch, ich heiße. Milad. Auf Arabisch wird man sagen. Anna. Das haben wir bei dem ersten Unterricht gelernt. Anna, ich. Ich heiße Milad. Anna ismi Milad. Anna ismi Milad. Bei uns im Arabisch wird von rechts nach links geschrieben. Marhaba, Marhaba. Anna ismi Milad. Wie heißt du? Wie heißt du? Wie ist Ma? Ma heißt es ähnlich wie Ismi, aber heißt Ismuka. Wie heißt du? Ist Ma Ismuka. Das Ka ist für männlich. Haben wir gelernt? M ist für M männlich und W ist für weiblich. Ismuka, Ma Ismuka, so wird geschrieben. Und Ma Ismuka für weiblich. Wie heißt du? Ist ein bisschen anders. Wird anders geschrieben. Ma ist bleibt das gleiche. Jetzt kommt es zum Unterschied, ist Muki. Ma ist Muki. Für weiblich. Marhaba. Der andere antwortet Marhaba. Anna ismi Milad. Ma ismuka, für männlich. Der andere antwortet, Anna ismi Mohammed, beispielsweise. Jetzt für weiblich, Marhaba, Marhaba. Ma ismuki, wie heißt du? Weiblich. Sie antwortet, Anna ismi Tala, Beispiel. Genau, also Ka ist für männlich. Ki ist für weiblich. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.